Wie viele sind neue? Hab ein paar gezogen. Dann habe ich sie gezogen, gleichzeitig. Ja, Dings, ne? Das ist ja einer Dings. Eine Karte. Auf jeden Fall eine Fallenkarte muss es sein. Eine Fallenkarte ist das auf jeden Fall und dann das andere ist das eine Monsterkarte, ne? Effekt, Monster-Effekt. Ja, mehr war da nicht. Haben jede Menge Pearly-Karten auf jeden Fall, ne? Abseits, ne? Abseits. Schade. Manchmal eh gleich Feierabend, Alter. Ich mache noch das Spiel zu Ende. Muss bei mir noch ein bisschen links Rasenmähen hier draußen, ey. Überlege noch heute zum Friseur zu fahren, Alter. Schön lange Haare bekommen, Digga. Hast du schon von dem neuen Typen gehört? Wie heißt diese neue Kartentyp, die jetzt in diesem Spiel jetzt gibt? Illoniosis, oder wie das heißt? Kann das nicht aussprechen, Digga, ne? Illusion. Ist. Illusionist, glaube ich, heißt das, ne? Illusion, ja. Hab alle gezogen? Sehr geil, ja. Wann dürfen wir dich denn allerdings live erleben? Bist du gleich wieder online oder was? Oder heute Abend? Behalten? Ja, gut, ja. Ja, später, gut, ja. Also wenn ich gleich offline gehe, auf jeden Fall. Ich bin so heute Abend, komme ich bei dir rein, auf jeden Fall, wenn du da bist, ne? So gegen 23 Uhr. Oder gleich? Ja. Ja, musst du wissen halt, ne? Wann es dir passt, ne? Aber wir mehr Chimera bauen. Auch geile Karte, ne? Fusionskarte, ne, ist das, ne? Auch eine neue, die dabei war. So, geführt. Mit Branded hat man das im TCG gespielt. Ja, gut, wie viele Packs hast du da aufgemacht, Junge? Wenn du es alle gezogen hast. Leistenzerrung, Alter, was ist das denn? Eine Leistenverhärtung? Hat er sich zugezogen? Ui. 130 Packs hast du aufgemacht, Digga. Boah. Psycho, ey. Ich hab nicht mal so viel Gems, ey. Ich habe auch gar keinen Bock, mein Geld in zu investieren, weißt du? Ja, machst du ja auch nicht, ne? Dann machst du ja auch nicht. Aber meine Gems habe ich anderweitig irgendwie ausgegeben, ne? Meine ganzen Gems habe ich für Dings ausgegeben hier. Für meine Dings hier. Resonatoren, Alter. Ja, also. Von den neuen Packs interessieren mich eigentlich nur zwei Karten, ne? Nur die Rettungsass-Karten, ne? Mehr nicht halt, ne? Bin ich ehrlich. Und wenn ich nochmal von der Monster, also von beiden Karten nochmal so jeweils drei hätte, so zwei oder drei, je nachdem, wie man die oft spielt halt, ne? Würde mir reichen halt, ne? Aber meinst du, ich habe die einmal gezogen? Nee, gar nicht, ey. Armutszeugnis. Also bei dem ersten 10er Pack, da war nichts drin an UR, ne? Richtig bodenlos. Und dann hieß es dann bei dem nächsten 10er Pack, ist garantiert eine UR dabei, kennst ja. Und da habe ich, glaube ich, ein oder zwei URs habe ich gezogen, glaube ich. Aber da war nichts dabei halt, ne? Mit Rettungsass, ne? Da habe ich eine Maschine. Ey, was ist das, Shiri? Da habe ich eine UR gezogen, aber das war auch ein Maschinenmonster. Ich dachte, das wäre Rettungsass. Es war es gar nicht. Komm, der geht rein, Bruder. Ah, knapp vorbei. Eckball, oder was? Ja, aber. Du hast momentan ein bisschen mehr Glück als ich bei den Packs.
Ich glaube, du hast ein bisschen mehr Glück als ich. Mal kurz mal gucken, Alter. Higota. Gut, der wird hops genommen gerade. Gut. So, Moroja, schöne Flanke rein. Schade. Oh, das war zu hart, ne? Kommt da nicht ran. Ja, Mann, so sieht's aus. Johnny, musst du wissen, ne? Ob du jetzt heute Abend online kommen willst oder Dings. Oder gleich so. Ist auf jeden Fall danach, kurz mal nach Rasen mähen. Normalerweise überlegen wir auch, ja, okay, heute aber nicht mehr, schaffen wir nicht mehr so. Bei uns hört ja allerdings das Frühlingsfest bei uns auf, weißt du? Wollten wir eigentlich da hingehen, aber ich glaube nicht, halt, das wird dann zu eng nächste Woche. Was sagt die Statistik gerade aus? 60% Ballbesitz für uns. Hannover. Boah, geh nicht mit dem Ball raus, ne? Also ich glaube, wir haben verloren, Alter. Das erste Spiel haben wir gegen Fürth haben wir verloren, Alter. 1-0 oder 2-1? Irgendwie sowas war das, oder? Oder 2-0? Oh, shit. Boah, schön gedacht, aber der Torwart hat mitgespielt. Was? Gelbe Karte? Weil er den Ball, Alter, mit dem Arm berührt hat. Jawohl, ja, aber. Oh, der ist frei. Oh, geht drauf. Ja, Moroja.
Spiel zu links. Ich sehe, Junge. Oh Mann, Alter. Scotty. Scotty, denk Kunze. Leopold. Gut. In der Mitte, spiel doch ab, Junge. Wie lange brauchst du dafür? Oh, super, super. Oh, jetzt kontern sie. Jung. Oh, Gieselmann ist alleine. Sehr schön. Was war das denn eben gerade? Ich sehe. Was war das denn gerade für ein Pass, ey? Eieieiei, Pfosten! Ja, ist da, mein Lieber. Bis gleich. Oh, wie kann er denn wieder alleine sein? Ich verstehe das nicht, Alter. Dieser Sieb ist auch gut, ey, ne? Bei Fürth. Sieb. Ah, faul, ne? Boroja gelb. Ah, da läuft nicht so, ne? Das will nicht so laufen. Perle. Dietz. Ah, die sind gut, Alter. Freistöße sind gut.
So, Eze ist frei. Oh, Digga, dieses Spiel. Also die spielen ja wie Dings, Alter, ne? So wie. Abseits. Ja, gut zurückgeholt. Aber was macht er denn ja? Ja. Boah, Junge ist alleine jetzt. Abseits, abseits. Weg, 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 weg mit der Pille. Boah, weg mit der Pille. Jawohl. Guter Zwischengang. Was machst du jetzt mit dem Ball? Mit dem Spielgerät? Ja, gut gelöst. Und jetzt?
Wohin mit dem Ball? Ja, wohin? Wer soll denn da hinkommen, Alter? Schaubi, das geht nicht. Ja, schön gedacht, aber von Teuchert. Kein Abschluss mehr gekehrt, ne? Guck mal, wie die tief stehen, Alter. Bloß den Ball jetzt nicht verlieren dort, Alter. Bloß nicht verlieren den Ball. Zieler. Ah, sehr gut gespielt. Ah, schade. Ja, sehr gut. Ja, gut, Alter, gut. Ah, Mann, er legt sich den Ball wieder so weit vorne, Alter. Was sagt die Statistik? 50-50 Ballbesitz. So, schießen.
Ich glaube, das wird nicht ein richtiges Geduldsspiel. Ja, jetzt Moria. Guck mal, Moria ist frei. Kunze. Leopold? Was? Wollte ich schon sagen, Abseits oder irgendwie sowas? Nee. Was hat er gemacht? Oh, Latte! Mach ihn rein! Ja! Jawohl! Was? Prüfung? Ja, gut. Alter, was für ein geiler Freistoß. Latte und runter. Gut. Oh, die Fans sind auch schon wieder da, ne? Oh, sehr schön gemacht, Schaub. Zwischen zwei Spielern, Junge. Traum. Ein Traum, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber was Moroja da wieder angestellt hat. Na gut. Da kommt er nicht ran, da kommt er nicht ran. Wenn es hier aus dem Spiel nichts wird, halt, ne, vom Spiel her, muss eine Standardsituation her. Spiel zurück, Junge. Lewis. Spiel einfach zurück, Junge. Kunze. Hey, die spielen manchmal so kompliziert, Alter. Also bei Pauli steht es auch noch 0-0. KSC gegen Pauli.
lass aus, wird. Scotty? Spiel einfach. Mann, dass er sich die Bälle immer nach vor weit vorne legt, ne? Ja, gut gesehen von Vogelsammer. Gib alles, Junge, gib alles. Schade. Oh, gut. Ah, faul, leider, leider faul. Gelbe, gelbe Karte. Boah, ich dachte schon, Alter, Sieb. Jetzt kriegt er die gelbe, ne? Jetzt kriegt er die gelbe. Ah, so ein Depp, Alter. Was? Hast du ein Tor gegeben? Entscheidung? Habt ihr das gerade gesehen, Alter? Was war das denn gerade? Drei gelbe Karte schon, Alter. Oh Mann. Ja, du musst ein bisschen ruhiger sein werden. Verstehst du? Nee. Er ist nun mal ein aggressiver Spieler, ne? Der Kunze. Und sie. Pauli 1-0. Johannes Egelstein. Jetzt bin ich wieder auf dem dritten Platz, ey. Schaub, Junge, super. Vogelsammer. Katastrophe. Borchardt. Ja.
Vier gelbe Karten, ne? Es ist kein Fußballspiel, es ist ein Kartenspiel. Schade. Ah, kriegst du? Nee. Löhe ist gut aufgepasst. Ja, gut. Ah, immer dieses Zurückspiel, Alter. Kriegst du den noch? Ja, gut. Keeper. Ey, bei den Flanken muss man das anders machen in der zweiten Halbzeit. Die Flanken funktionieren nicht. Vor allem zu Vogelsammer. Aber ihn als Zielspieler habe ich ja ihn gewählt, dass die Flanken immer zu ihm kommen sollen, aber nee. Bringt nichts. Oh! Abseits, ne? Ja, abseits. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen in der zweiten Halbzeit. Weil das Spiel breiter zu machen. Ich spiele gerade. Oder ich versuche zumindest das Spiel breiter zu machen. Das funktioniert aber nicht. Funktioniert nicht. Na gut. ja, es läuft gut, aber ich weiß, dass ihr noch mehr drauf habt. Hat nichts gebracht, die Ansprache. Sehr gut. Super Abwehrarbeit von euch. Das schmeckt auf jeden Fall, ja. Nicht zugelassen. Super Spielaufbau. Tresoldi rein für Dings. Vogelsammer. Taktik rein, ne? Aber das mit dem Zuspielen auf Vogelsammer, das können wir erstmal vergessen. Das ist nicht so sein Ding. Breiter, Spiel breiter machen. Nee, das machen wir nicht mehr. Dribbeln. Wie sieht es mit dir dribbeln aus, mit Dribbling hier? Du gehst mal in die Dribblings rein. Oh, warte mal, da habe ich was vergessen. Da habe ich was vergessen. Okay, habe ich rausgenommen. Ne? Häufiger Flanken und Zielspieler. Gut. Hatte schon mal draußen. Scotty. Häufiger Flanken, Zielspieler. Kannst auch vergessen. Das wird nichts hier. Über außen spielen. Unterstützen, ne? Immer mit angreifen, besser. Da können wir von seinen Weitschüssen ja profitieren, dadurch. Mehr Risiko, häufiger schießen, häufiger dribbeln, ne? Der kann das, der soll das auch machen.
Ich versuche es mal. Und Ausrichtung sehr offensiv. Kunze. Raus aus der Kacke. Ja. Ogi, ne? Zwischenräume besetzen, das machst du am besten mal. Enttäuscht. Gut. Wir werden so anfangen und wahrscheinlich mal auf Dings jetzt machen. Also nicht offensiv spielen, sondern. Immer kontrolliert, ne? Gut. Ah ja, wir wollen ja eigentlich das Tempo eigentlich hochziehen, ne? Passspiel breiter machen, das bleibt so. Verteidigung austribbeln, Standard rausholen, das hat gut funktioniert auf jeden Fall bis jetzt. Gegenpressen, Konter. Ab der 60. werden wir dann versuchen, dann zumindest Tresoldi vielleicht reinzubringen, ne? Eieiei, lass ihn doch nicht durch, Junge, lass ihn doch nicht durch. Oh! Da ist er einmal durch, macht er das Ding rein. Wer war das? Eze? Wo ist eigentlich Kunze, Alter? Kunze muss eigentlich ihn abdecken. Abgefälscht sogar, abgefälscht. Ja. Andi, Junge, du Depp. Abseits. Scott, sehr gut.
Die pressen, ne? Tatsächlich, ne? Die pressen wirklich, Alter. Schau. Ah, das dauert zu lange, Alter. Das dauert einfach viel zu lange. Ein kleiner Japaner. Scott. Oh, kriegst du den noch? Ah, das war nichts. Oh Mann, genau auf den Torwart, ne? Ja, kein Abseits. Jetzt. Oh. Oh Mann, immer dieses nach hinten spielen, Alter. Ich verstehe das nicht. Wie kann man den nicht reinmachen, du Affe? Wäre eh abseits gewesen. Aber den musst du doch reinmachen, Junge. Auch wenn er im Abseits. Wenn du jetzt im Abseits bist, ist scheißegal, einfach reinmachen. Ne, in der 60. holen wir auf jeden Fall allerdings an Tresoldi. Vogelsammer, der ist eh kein Dings, Alter, gerade. Keine große Unterstützung. Dann werden wir wahrscheinlich Köln holen für RA. Für Dings hier, für Eze. Ja, warum ist Eze tot, Alter? Achso, er zeigt an, dass er nicht spielen kann. Warte. Dann eher für Köhn, Alter. Tja, da haben wir schon wieder so ein paar einen Verletzten. Und neuer Verletzter dazu. Ah, gut, Köhn.
Er geht mit dem Ball raus, Alter. Ich dreh ab, ey. Ja, gut geholt, Alter, von Kunze. Aber was hat, macht er mit dem Ball? Was macht er? Tschüss, das war eine gelbe Karte, Alter. Guck mal, Scott, Alter, einfach mal so einen langen Ball nach vorne schlagen, Digga. Aber Köln ist frei, unten. Nee, keine Spiele, die gar nichts, Alter. So, dann müssen wir agieren, Digga. Jetzt müssen wir agieren. Jetzt müssen wir was machen. Also, erstmal, du gehst raus für Tresoldi. So, Tresoldi kommt erstmal rein. Dann kann der Japaner und für dich. Kommt Yannick gehen rein. Mein kleiner Freund. Das heißt aber auch, dass wir gleichzeitig den Raum größer machen. Geduldig spielen, ja, haben wir schon versucht. Einmal aus der Tiefe mal aus der zweiten Reihe mal schießen. Umschaltspiel, sonst passt das eigentlich ganz gut hier so. Mehr aufrücken, defensiv, mehr zurückziehen. In die Zweikämpfe rein, Flanken verhindern, Pressingfall.
Ah, das war die Chance, Digga. Von Tresoldi. Kopfball. Oh, spiel bitte nicht nach hinten, Alter. Oh, das wird nicht so einfach, ne? Das ist wirklich ein Geduldsspieler, der gegen Fürth. Die lassen noch nichts zu, Alter, ne? Hinten.
Oh, Latte, Alter. Latte, Junge. Oh. Boah, Latte, Junge. Bams. Sebastian Ernst rein. Bis Gott, machen wir. Ey, wie fault der denn? Wie geht der denn in den Spieler rein? Er hat doch schon eine gelbe Karte, Junge. Unglaublich. Schieß! Jawohl! Jawohl, Alter, wie ist das denn rein? Wie ist das denn passiert? Eigentor! Es ist ein Eigentor von einem Fürther. Das will ich genauer sehen jetzt. Ah, okay. Boah, nochmal Glück gehabt, ey. Jetzt natürlich verteidigen, ne? Das Ganze. Warte mal, das Ganze verteidigen, Alter. Für 2 zu 1. Boah, brandgefährlich, Digga. Fürth ist brandgefährlich. Jetzt, guck mal. Spiel noch! Kein Abseits. Die stehen sich im Weg, die stehen sich beide im Weg, Alter. Oh, die stehen sich beide im Weg. Ernst schießt, Teuchert an oder was? Nee, er hat den Gegner, er hat den Gegner getroffen, deswegen.
Das ist Zeug. Oh, jetzt wird's aber richtig, jetzt geht's richtig um die Wurst. Schlussphase. Oh, das wird dreckig. Oh, die letzten Minuten werden richtig dreckig. Digga, nicht meine Foul dafür, weißt du? Nicht mein Foul. Mann, zweimal hat er mich gefoult. Ernst, den habe ich noch reingenommen gegen gerade. Oh, hol ihn, hol ihn. Ah, war ein dreckiger Sieg, aber ne? Also noch haben wir nicht gewonnen, aber ein bisschen Glück braucht man auch, Alter. Normalerweise unentschieden. Weil die hatten auch verdammt gute Möglichkeiten, die Fürther. Aber der Pauli jetzt gewinnt, müssen wir auch natürlich nachziehen, ne? Sehr schön, Kunze. Komm, ja, oder so. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Drei Soldi ist alleine da vorne. Eckball, ne? Also bei den Flanken muss man auf jeden Fall was machen, Alter. Der. Schieß! Ach, schade. Was sagt die Statistik? 52% Ballbesitz, aber ist auch nichts, ne? Also geteilt, ne? 50-50 würde ich sagen. Oh, Junge! Oh, Kunze! Super, sauber. Sauber Keule. Schöner Seitenwechsel. Jawohl. Kannst auch gerne mal abspielen jetzt. Warte mal. Wie sieht es bei dir aus eigentlich hier mit Schießen, Junge? Ach nee, warte mal, Ernst ist noch Dinges, ne? Ernst? Eckball? Nee.
Mann, wir sind keine Kontermannschaft. Geht zwischen, geht zwischen, geht zwischen. Zwischen, Junge. Oh. Eckball. Dreifachwechsel, Alter, bei Dings führt jetzt nochmal Schlussoffensive. Jetzt gibt's. Oh, jetzt gibt's aber Volloffensive jetzt. Jetzt müssen wir einfach kontern, Alter. Kontern. Kriegt er den noch? Oh, schade. Jawohl, jetzt. Digga. Kunst ist tot. Nee, kein Abseits. Oh, sehr schön. Hops genommen. Ah, der Keeper, ne? Kerim Calhanoglu, das ist der Bruder, ne, von Hakan Calhanoglu von Inter, der bei Inter spielt. Gut, Abstoß. Mal Schaub. Ja, zu spät. Oh, sehr gut gespielt. Wird das was? Abseits. Oh, wieder abseits. Pauli 3-0.
Oh, das nächste Spiel spielen wir gegen Pauli, ne? Auswärts. Oh, Hexenkessel. Am Milan-Tor. Ah, das machen wir nächste Woche. Oh, Hexenkessel pur. Ja, gut gespielt, Alter, von Teuchert. Der war wichtig, Alter. Ja, guter Seitenwechsel. Eckball. Ja, gut. Ey, das war doch eine Foul, Alter. Was mir jetzt kannst, erzähl mir doch hier keinen. Mach rein! Ah, Abseits, wieder Abseits wahrscheinlich. Gut. Ei.
Oh, ich hatte es auch tot. Er kann nicht mehr. Gut, das Ding ist safe. Das Ding ist safe. Schön hacken. Ja. Wichtiger Sieg. Dreckig, aber wichtig.